Bei dem Studium 1900 sind jede Menge Zapfen gebrochen. Also ist das Rückenteil hier, da ist schon mal ein neuer Zapfen eingesetzt worden. Aber hier die Seitenbretter von der Zarge, auch da ist der Zapfen nicht mehr ganz vorne, ganz abgebrochen. Das liegt sicherlich auch am Holz hier, also stark verwurmt, weil eben hier viel Splintholz verarbeitet worden ist. Das ist eigentlich Eiche und sehr stabil, aber wenn dann zu viel Splint dabei ist, dann ist das natürlich auch nicht sehr stabil. Und auch hier die Richtung, Faserrichtung ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, also dass es hier so komisch abbricht. Ja, da werde ich dann wohl zwei neue Seiten für die Zarge herstellen. Hier unten die Streben, da, die sitzen hier in den Vorderbeinen noch ganz gut fest. Werde ich wahrscheinlich dann nur hier vorne zwei neue Zapfen einsägen. Und das Vorderteil, ja, das ist auch wieder so ein Leim, aber das lässt sich ganz gut wieder zusammenleimen. Da fehlt nichts, nur auseinander. Bei so einem Stuhl zeigt sich dann, wie problematisch es ist, wenn man hier mit Weißleim arbeitet. Denn wie soll ich jetzt den Zapfen hier rauskriegen, der mit Weißleim eingeleimt worden ist? Den kann ich nur rausstemmen, sonst könnte ich ihn entleimen. Oder auch hier. Hier haben wir einen Ausbruch, der sitzt hier noch dran. Könnte ich super gut eigentlich entleimen mit Wärme, Wasser. Auch da ist Weißleim benutzt worden. Das kann ich... Mich freuen, wenn ich den irgendwie, der sich irgendwie löst. Aber das ist halt wirklich problematisch, denn diesen Span hier, der hier abgebrochen ist, den will ich ja hier wieder aufleimen. Bei so einem Stuhl ist es ja so, dass die Sitzfläche konisch nach hinten zuläuft. Dann ist auch hier die Zarge so gestaltet, dass hier eben jetzt kein... hinten kein 90 Grad Winkel ist, sondern wir haben hier ein 96,5 Grad Winkel. So geht dieses rechte Zargenholz nach außen weg. Der Zapfen allerdings, der ist weiter in 45 Grad eingelassen, auch vorne. Das heißt, ich muss hier hier eine schiefe Brüstung und auch hier. Wenn ich jetzt hier, das muss ich natürlich entsprechend hier anzeichnen, an dem neuen Holz, die schiefe Brüstung und dann der Zapfen, der wieder gerade dann da reingeht. Und dem ihn dann genau umgekehrt. Mit einer Schmiege kann man gut die Winkel von den alten Stücken abnehmen, sowohl von der schrägen oder schiefen Brüstung als auch von den Zapfen. Und sie dann hier auf die neuen Stücke übertragen, ganz einfach durch Parallelverschiebung. Am Beispiel eines anderen Stuhles zeige ich gleich nochmal diese schräge Brüstung, damit man das besser versteht. Hier sieht man jetzt die Zapfen, die ich eingesetzt habe. Und hier die fertig verleimte Zarge. Jetzt kommt noch der Sitz drauf, der ursprünglich auch schon aufgeleimt war. Allerdings mit Haut- und Knochenleim und dann später mal mit Weißleim. Und das ist das Problem. Hier sieht man auch die Reste vom Weißleim. Da gab es dann hier natürlich Abbruch.
denn das kann ich ja nicht mehr lösen mit Weißleim. Braunen Knochenleim kann man dann die Platte noch lösen wieder. Aber um jetzt eben auch zukünftig dann Reparaturen durchführen zu können, werde ich jetzt die Platte nicht mehr direkt aufleimen, sondern hier unten drunter Dreiecksleisten anbringen. Die kann man dann viel einfacher wieder abnehmen. Ich habe 4 Kirschbaumstühle aus dem Biedermeier vom Dachboden gekauft. Und an einem Stuhl ist, wie man sieht, ein Zargenbrett komplett durch, beide Zapfen abgebrochen. Wie man sie hier sieht, natürlich Holzwurmbefall, starker Holzwurmbefall, aber es liegt auch an der Konstruktion. Wenn man sich hier nach der Entleimung mal das ganze, noch heile Seitenzargenbrett anschaut, dann ist die Konstruktion schon ein bisschen ungewöhnlich. Es wird sozusagen in den Stollen eingehakt, deswegen hier unten so diese Schräge am Zapfen, und wird dann mit einem Keil von oben nochmal fest in den Stollen reingedrückt, sodass eigentlich schon recht guter Halt vorhanden ist. Was allerdings wirklich hier fatal ist, ist, dass der Zapfen, der vorne in den Stollen geht, nicht schräg ist, sondern tatsächlich gerade in den Stollen geht. Das ist wirklich ein Konstruktionsfehler, denn dadurch kommt der Zapfen ganz nach außen zur Wand. Und die Wand ist sehr dünn. Man sieht ja hier auch, dass da sogar noch was abgenommen worden ist, um eben später einen Bezug zu befestigen. Die Wand war also schon durchgebrochen. Die musste ich jetzt erstmal erneuern. Auf dem Bild hier sehen wir nochmal genau das Zapfenloch, das schräg in den Stollen eingelassen ist. Das hätte eigentlich gerade sein müssen. Dann hätte auch das linke Zargenbrett hier unten mit dem aufgemalten Zapfen gepasst. Aber da das Loch jetzt schräg gestemmt ist, funktioniert es nur mit dem Zargenbrett rechts, was ich hier schon fertig ausgearbeitet habe. Beides Mal ist natürlich die Brüstung schräg, aber eben der Zapfen ist hier gerade und müsste eigentlich schräg sein. Funktioniert aber nur, wenn das Loch gerade ist. Also schon ein bisschen schwierig hier. Schauen wir uns doch mal im Detail an, wie das Zargenbrett aussehen wird. Wenn das Zargenbrett einfach gerade vorne und hinten in den Stollen eingezapft werden würde, sähe das ja so aus. Wenn diese Grundlinie jetzt hier die Stuhlbeine andeuten. Wenn ich das Zargenbrett jetzt schräg stelle, das wäre jetzt hier auf diese 97,5 Grad, dann brauche ich hier auf beiden Seiten eine schräge Brüstung, denn ich muss ja wieder parallel zu dem Stuhlbein kommen, also hier auf 57,5 Grad, also es gibt eine schräge Brüstung, und hier unten genauso. Aber der Zapfen, der soll ja gerade in das Stuhlbein gehen. Dann müsste der Zapfen jetzt ungefähr so. Also er würde hier oben so nach rechts rüber gehen. Und hier unten nach links rüber. So muss also die Zargenseite nachher eigentlich aussehen. Bei dem Zargenbrett, was ich im Moment hier restauriere, hat man leider den Fehler gemacht, dass man eben
hier diesen Zapfen nicht gerade ins Stuhlbein gemacht hat, sondern man hat dieses Loch hier schräg gestemmt. Von daher muss hier, bei dem, was ich hier erneuere, der Zapfen in der gleichen Linie bleiben. Er wird also jetzt nicht nach links geschwenkt. Hier sehen wir jetzt das fertig eingeleimte Zagenbrett. Muss natürlich noch bearbeiten. Hinten schaut noch zu viel raus. Und dann wird natürlich noch das dicke Sägefurnier aufgeleimt. Fertig gepolstert und poliert sieht der Stuhl dann so aus. Und als Vergleich auch nochmal, wie die anderen drei noch aussehen, die noch aufgearbeitet werden müssen.